Und bei dieser melancholischen Musik im Hintergrund für das Ambiente. Herzlich willkommen zurück zum Horizon Forbidden West. Nach einer gesamten, naja, fast einer Woche sogar an Ausfall, möchte ich euch doch wieder herzlich begrüßen, hier bei meinem Schwachsinn zuzuschauen. Und wir fangen auch direkt einmal an, indem wir. Wieso unbekanntes Lagerfeuer? Ich war da, egal. Indem wir uns einmal umschauen, akklimatisieren, was wir noch in dieser wundervollen Gegend, in diesem Meisterwerk an Programmierung zu tun haben. Und das ist, ihr seht es schon, das hier aufdecken. So, dahin. Ja, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Wie gesagt, ich hoffe, bei euch ist alles gut, alles frisch, alles frisch vor allem, alles frisch. Bin noch ein klein wenig durch den Wind, aber nichts, was sich nicht regeln lässt mit ein wenig Spielen. In dem Sinne, also harte Arbeit. Die werde ich bestimmt bald brauchen. So, was ist da los? Warum geht da ein Lebensbalken so ziemlich fix nach unten? Hermann, bist du schon wieder irgendwo am Bienen? Was ist da schon wieder los? Alter, es geht ja schon mal wieder gut los hier. So, ein bisschen eingerostet bin ich natürlich, aber. Und am Boden. So. So, ich hoffe, der Osram-Plünderer oder was auch immer das war, hat das natürlich überlebt, aber ich habe wenig Hoffnung. Ja, hier ist er. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Er hätte sich ja eigentlich nur da verstecken müssen. Aber gut. Wer nicht will, der hat. Na, was nicht ist, das war schon einmal. Wir bekunden unsere Trauer mit einer blauen Blume. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Ja, genau, Eloy. So sieht das nämlich aus. So. Wilhelm, die Windhose ist auch schon wieder unterwegs. Oh nein, Schlängelzahnareal. Ich will nicht. So, wir gehen noch zu dem Lagerfeuer da drüben. Naja, rechts von uns, dem Lagerfeuer. Wollen wir es mal ausdrücken wie ein Deutscher? Warte mal, ich muss mal kurz das Mikrofon ein bisschen näher an meine Nase dran ziehen, damit ihr mich auch richtig schön deutlich hören könnt. So, einmal kurz speichern. Gucken, was wir jetzt nächstes machen. Ja, wer hätte das schon gedacht? Das nächste Lagerfeuer. So. Da links, genau. Gibt ja hier schon einige Trampelpfade. Ich schätze mal, dass der Osram Plünderer oder Fremder, wer oder was auch immer, wie auch immer, hier ziemlich aktiv war. Und ich glaube, für das Schlängelzahn-Dingens haben wir gar nicht. Nee, wir haben. Die haben genau zwei Maschinenmuskel. Das können wir nicht machen. Als hätte ich gesagt, wir versuchen es mal und legen uns mal mit dem. Ach du Schande. Das ist natürlich auch eine richtig geile Sache da drüben. Den brauche ich auch noch, ne? Den Behemoth. Ah. Könnt ihr doch nicht machen, Freunde. Ah, das würde nicht gut gehen. Das würde nicht gut gehen. Scheiße. Nee. Das hat keinen Zweck. Wir sind jetzt nur bei einer Erkundung und das war's. Oder wir gehen halt zurück und holen uns irgendwo Nachschub an Munition oder was auch immer, wie hier unten. Sollen wir das mal machen? Hier bei dem da einfach mal einen Nachschub holen? Komm, das machen wir mal kurz, dann reisen wir hier wieder hoch. Denn es kann ja nicht sein, dass wir vor allem kuscheln, was hier durch die Gegend kriecht. Na, das hat ja keinen Zweck.
Ich kann jetzt auch nicht die Maschinen angreifen und mir die Rohstoffe holen, wenn ich keine Rohstoffe habe, um mir, naja, Munition zu bauen. Folglich müssen wir uns erstmal, na, versorgen. So. Ja, recht warm ist es eigentlich drin und draußen, egal wo. Ich hoffe mal, dass der Winter dieses Jahr ein bisschen kühler wird. Naja, wenn man es mal so will. Ach, halt doch die Klappe. Wenn man es mal so sehen möchte, in 4 Monaten ist ja Weihnachten. Na, wir haben jetzt Monat 8. Dauert nicht mehr lange, Freunde. So, du Penis, gib her. Ja, genau. Ich will doch nur deinen Müll kaufen. Erstmal meinen Müll verkaufen. Pass mal auf hier. Pass mal das. So, und das setzen wir dann in Scherben wieder um. So, einmal kurz Schnodder hochziehen. Das interessiert uns überhaupt nicht. Ja, das ist mir auch egal. So. Nein, ich möchte das nicht für eine Quest haben, ich möchte kaufen. So, Metallbiss können wir auch gebrauchen. Wir haben, na gut, Reinholz können wir so finden. Reinholz suchen wir uns so zusammen. Na, komm. So, naja, siehst du. Sieht doch schon viel besser aus. So, Sprengpasti. Jo. Zuerst will er unter die Erde steigen, dann will er über sie hinweg. Ja, mir egal. So, Aufgabe abgeschlossen. Na, Mensch. Das war aber leicht. So, wir stellen mal kurz her. Wir füllen mal alles auf und dann kaufen wir nochmal neu. Dann haben wir wenigstens alles da, was wir haben müssen. 10, 18, 20 hier genau. So, dann das da noch. Hast du gehört, wer jetzt das Sagen hat? Hä? Der kann doch nicht mal gerade pinkeln. Was? Ich wünsche einen guten Tag. Ja, aber um die Ecke pinkeln muss man auch erstmal können. Ha? Echt so schlimm? Ja, ja. Ich meine, stell dir mal vor, du stehst vor der Kloschüssel. So nützlich wie ein Glashammer. Ja, ich weiß, aber wenn du vor der Kloschüssel stehst. Ich hab ihm nicht das Kommando gegeben. Ja, ist ja schön. So. Ah, Aloy. Ja, überspringen. Hier. Wenn du vor der Kloschüssel stehst und du kannst ins Waschbecken pissen, na, das ist ja auch nicht schlecht, ne? So. Wir kaufen nochmal die Rohstoffe neu. Ja, ich wollte euch ja eigentlich nicht mit auf Shoppingtouren nehmen. Das hätte ich auch alles so offscreen machen können. Aber offscreen sehe ich immer so wenig, weißt du? Also lasse ich den Bildschirm gerne an dabei. So, ich hätte es ja auch im Hintergrund machen können, aber da habe ich eine Wand und was soll ich machen? Zeilen an die Wand malen? Nö. Mache ich das lieber hier, nehme ich euch mit. Also diese... Ja, uninteressant. So. So, das war's. Ach, halt die Klappe. Du hast die Lichter zurückgebracht, stimmt? Nicht mehr. Gott, sind die Menschen hier echt so dumm oder was? Das ist ja schon fast wie in Wirklichkeit. So. Dahin. So, den da hinten könnten wir jetzt versuchen. Ich glaube, der hat tatsächlich etwas, das ich brauche. Huch. Paarungszeit oder wie? Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Komm her hier. Säure frisst sich direkt durch das Metall. Behemoth. Nein. So. Wir können es ja mal versuchen. Oder? Warte mal, habe ich... Kann ich die herstellen? Rauchbomben? Ja, kann ich. Machen wir mal schnell hier die Rauchbomben fertig, weil ich schätze mal, dass Kollege Schnürschuh da jetzt gleich um die Ecke marschiert kommt. Shit. Hier ist natürlich nichts, um mich zu verkriechen, ne? Da oben vielleicht. Aber eigentlich auch wieder nicht. Da ist ja noch einer. Seid ihr Gegner? Rebense, wo bin ich denn hier? Warum ist hier schon wieder... Das habe ich doch befreit.
Abgeschlossen. Warum ist hier ein Rebellensoldat? Das war doof. So. Ich hoffe, das ist der einzige hier. Weil nochmal alle platt machen, das sehe ich irgendwie nicht ein. Aber ich meinte, das wäre der einzige. Da hinten war nämlich noch einer übrig. So, warte mal. Wir gucken mal, ob wir den da kriegen. Aber wir können sie ja leider nicht reiten, ne? Das ist ja schwachsinnig. Ja, aber wir müssen schon platt machen. Ach komm. Egal. Lasse. Ist mir jetzt egal. Ganz ehrlich. Ist mir egal. So. Das haben wir schon. Den Unterschlupf kennen wir. Hier haben wir halt noch ein unbekanntes, ja, Schlängelzahn. Wir könnten uns mit anlegen. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Wenn wir es mal brauchen sollten, mache ich es gerne. Dann versuche ich es gerne. Ansonsten, ja, nein. Ansonsten nicht, nein. So. So. Dieser Jägerkiller ist stärker als eine normale Maschine. Shit. Oh, fuck. Wie fest ist halt seinen Arsch da drauf sitzen. Verflucht. Verflucht seist du, Hephaestus. Das ist ein normaler Verwüster. Den könnte ich eventuell hinkriegen. Ihn hier. Jawohl. Und jetzt aggressiv. Komm schon. So, und jetzt einfach nur zuschauen und genießen. Alter. Alter, wie hat er jetzt schon verloren? Leck mich am Arsch. Huh! Alter Schwede, wow. Jo, das der Kampf war kurz und von kurzer Dauer. Die übrigbliebene Schmie vor allem schrie vor Schmerz und Trauer. Verdammt! Dir werde ich's zeigen! Problem ist, wenn ich jetzt den Behemoth angreife, kommt der andere ran und das ist halt einer... Weißt du? Aber der hat auch wieder so geile Sachen dabei. Ich sollte was anderes nehmen als Frost. Ja, ja. Hauptupgrade-Rohstoff. Na. Zu blöd, das zu beenden. Ah, Fluch. Oh, oh. Ich kann es ja doch nicht lassen. Guck ihn hier an. Oh yeah.
Die Säure frisst sich durch die Panzerung. Alter Schwede, der trifft mich ein, zwei Mal mit seinem, mit seiner Knarre, weißt du? Sehr schön. Ich glaube, ich habe seine Knarre abgeschossen. Ach, er steht noch. Ich weiß auch nicht, wie soll ich das machen. Ich hätte sie auch lassen können, ne? Stillschweigend. Ich setze nach. Einfach mal auf die Fresse gelegt. Ach, jetzt könnte ich ihm eine zwischenprügeln, aber naja. Guck mal, ob sie den da hinten noch kriegen. Ne, das ist außer Reichweite. Okay, dann ihn hier. Das war der letzte Schuss. So, warte. Ich mach nochmal neue Pfeile. Das Schlängelzahn-Ding da hinten, ja, das können wir mal vergessen. Aber die hier kriegen wir doch wenigstens hin. Oder? Ist auch jetzt. So. Ey, Verräter, kommt gefällig zurück. Habt ihr den Robot schon gesehen? Na egal, hier haben wir jetzt die Knarre, pass mal auf. La 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 la. Ach, herrlich, wenn das mal immer so einfach wäre. So. Oh, ich habe eine Steam-Errungenschaft freigeschalten. Und das hat sich nicht deaktiviert. Oh. Und das hat sich nicht deaktiviert. Ich bin überrascht. Alter Schwede. Warte. So, ich weiß nämlich, das mag das Aas dann nicht. Ja, schon nicht schlecht. Nochmal einen direkt voll ins Gehirn und dann war es das. So, bitteschön. So. Oh, schon mal gar nicht schlecht. Kristallgeflecht. Oh, das brauchen wir so dringend. Herrlich. Ja, hat sich doch schon gelohnt. Ja, ich muss zwar ein bisschen was an Geld ausgeben. Aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? So, eine Taschenlampenfunktion wäre gar nicht mal schlecht hier. Was ich auch nicht verstehe, Ela kann auch bei Bedarf ihren Fokus einschalten. Warum kann sie denn den Fokus nicht einschalten, wenn ich es will? So, ist der andere Verwüster und der Behemoth lag, glaube ich, hier hinten, ne? Warte mal. Da liegt er. So, schade, ich habe den seine Trommel zerstört. Ich hätte die vorher abschießen müssen. Aber, naja, gut. Hoffen wir mal, ja, Kristallgeflecht, er hat es noch drin. So, zwei Maschinenmuskel haben wir auch bekommen. Ja, das lief doch schon mal so ziemlich gemischt. So, Fragezeichen, genau. Gucken, was wir da haben. So, ne. Hab kurz nachgeguckt, ob ich irgendwas, nachmachen muss oder neu aufmunitionieren muss, aufstocken muss, aber sieht alles noch gut aus. Wir können noch ein bisschen Spaß haben. So, die Folgen sind jetzt auch einigermaßen kurz, ne? Ich muss aufnehmen für nächste Woche. Da habe ich ein bisschen weniger Zeit, um hier irgendeinen Kram zu verzapfen. Also mache ich es lieber jetzt. So, was haben wir denn hier? Ein Anblick der alten Welt. Ich glaube, das sind Teile einer Stadt. Las Vegas vielleicht. Ja, bestimmt von da oben. Pass mal auf. Das sieht so aus, als wenn ich hier hoch muss, weil
Ihr seht ja, Günther war schon hier oben, hat alles digital einprogrammiert, wo man langklettern kann. Weil die Bergsteiger heutzutage ja auch nichts mehr sind als irgendwelche Weichluschen. Schade. Der hatte kein Glück gehabt. Aber naja, man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Ist ja nicht jeder so gut, wie ich jetzt bin. So. Jetzt pass mal auf, was ich dir sage. Ich muss in der Nähe vom Ort geschafft. So sah das mal aus hier. Früher ist ja schon irgendwie cool, oder? Blick in die Vergangenheit. So, so könnten wir das eigentlich auch nennen. Blick in die Vergangenheit. Weißt du das? Hier, das ist auch ein cooles Bild. So, machen wir das so hier. Ich will euch nicht so lange damit nerven. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und in Las Vegas habe ich auch noch so ein Ding jetzt über. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ich hätte es mitgemacht, wenn das nicht so äußerst dämlich wäre, rauszufinden. Wo ist das? Wenn es nicht so äußerst bescheuert wäre, herauszufinden. Na, und was ich jetzt nicht alles hinmache oder mitkriege, das machen wir dann irgendwann mal zwischendurch. Ich muss hier auch noch irgendwie, was weiß ich, Schlüssellumen oder Möglichkeit finden, diese schrottigen Metallblumen zu öffnen. Ich möchte gerne die Poesie dahinter wissen und erfahren. Und dazu brauche ich wahrscheinlich irgend so ein Special-Gerät wie beim Feuerglimmer. Ich hatte ja schon gehofft, dass ich bei Poseidon das kriege, aber naja, Poseidon Special Gerät ist noch frei, da liegt es auf der Hand, dass es irgendeine Taucherausrüstung ist, ne? So. Muss man halt nur noch ein bisschen nachdenken, denn dann weiß man das. Und ich schätze mal, Äther liegt eher so im Dschungelgebiet, wie ich gesehen habe, im Westen drin. Also weit im Westen. Also würde es mal kein Wunder sein, wenn man, naja, da halt irgendwie eine Möglichkeit findet, das da zu entfernen, weil Dschungel, Ranken und so weiter, ne? Ist halt auch wieder viel zum Nachdenken. So, und wer macht denn hier eigentlich so... Achso, hier ist ein Weg lang. Achso. Ja gut, den ergibt das da auch schon wieder Sinn mit dem Feuerchen, ne? So, dann gucken wir uns das an. Da haben wir noch ein unbekanntes Lager, also machen wir hier den ganzen Kram. Ja. 12 Fähigkeitenpunkte, die machen wir am Ende der Folge, dann nehmen wir sie kurz weg, also verteilen die ganz kurz. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen gerade. Außer, dass hier ein bisschen neblig ist, aber das sollte uns ja nicht stören. Ich verstehe auch nicht, wenn es schon so viele Menschen gibt, das sieht einfach cool aus. Wenn es schon zu viele oder so viele Menschen wieder gibt, warum hier nicht mal alles ein bisschen abgesichert wird, warum hier nicht mal regelmäßig Patrouillen langlaufen. Naja. Gut, wir sind ja jetzt da, um zu schauen, wo der Problem liegt. Gibt es nämlich Problem? War doch kein Lager. Ich dachte, hier wäre ein Lager, aber das sind ja nur Unterschlupf. Und das sind ja nur Unterschlupf. Was ist denn mal nur los heute? Meine Güte, habe ich irgendwie was zu viel... Ich lasse es sein. So. Ach, da haben wir auch eine Seilrutsche. Guck mal. Oh! Eins. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Ja, du kannst ihn aber auch zum Aufwerten deiner Rüstung benutzen. Das hast du noch nicht gelernt, du alte Nuss. So, guck mal. So, jetzt könnten wir theoretisch... So. Genau, weiter möchte ich nämlich erstmal nicht, weil das da. Was das da und wieso gibt das da hier? Wieso ist da eine Leiche? Das riecht doch schon wieder. Ja. Und Ausrüstung um den Teich herum. Haben Sie unter Wasser nach Grünglanz gesucht?
Sieht so aus. Hallo? Alter Grünglanz. Jemand muss hier auf ein riesiges Vorkommen gestoßen sein. Ja, nimm's doch mit, Mensch! So. Ja, der Grünglanz, der muss sich auf die... Anstatt es einfach einzupacken, weißt du? Hier sind Überreste von Grünglanz. Sieht so aus, als könnte ich einer Spur folgen. Okay, wo sind wir denn hier reingeraten? Keine Wunden. Er muss ertrunken sein. Was hat er im Teich gemacht? Ertrinken! Oh. Ey, Leute, das war jetzt aber... bisschen, ne? Wie soll ich denn da drankommen? Lass dich doch fallen, Mensch! Eloy! Wie soll ich denn... Oh, natürlich von hier aus. Naja, gucken wir mal. Wir haben jetzt das Tauchdingens. Ist ja cool. Irgendwas ist hier unten. Noch ein Osaram. Wo? Er wurde wohl unter Schutt begraben. Ich sehe keinen. Und konnte sich nicht mehr befreien. Noch mehr davon. Die Osaram wollen wohl alles restlos abbauen und mitnehmen. Und jetzt ist die Höhle ein großes Wassergrab. Bedauerlich. Aha. Ich frage mich noch immer, wie sie unter Wasser reden kann. Wenn das ihr Gedanke sein soll oder ihr Gedankenvorgang sein soll, muss ich ja sie etwas enttäuschen, weil das funktioniert nicht. Das ist zu offen. Das ist alles? Was ist denn das da? Verschleierndes Omen. Wozu gibt es das hier unter Wasser? Und wo ist der Osaram hier? Hier liegt doch gar keiner. Was siehst du denn da, Mädchen? Egal. Da geht auf jeden Fall eine Spur weg und die würde ich gerne verfolgen. Weißt du das? Da würde ich ganz gerne mal kurz nachlaufen, der Spur. Darunter. Bei Kikmol, hier ist noch eine Schubkarre. Ein Unterschlupf. Hier bin ich sicher. Alter, hier willst du was machen? In dem Dreck hier? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Ist ja alles schlammig, dreckig. Pass mal auf. Hier, dahin. Guck mal, das sieht doch schon viel besser. Ja. Ja, so. So, kurz an die Werkbank, mal gucken. So, Waffen-Upgrade. Eine Waffe, die wir ausgerüstet haben? Nee, leider nicht, aber die wir ausrüsten können. Denn wir upgraden die jetzt zum Schluss hin. Herrlich. Jawohl. So, wunderschön. Munitionsherstellung. Hm? Was? Bitte? Hat wer gerufen? Hallo? Gut. Lass die Rebellen da unten kämpfen. Die sollen sich ruhig auseinanderbauen lassen von irgendwelchen Maschinen. Ist mir egal. Wir gucken uns mal hier unten das Lager an. So, was ist das hier? Notizbuch. Durchnässtes Pergament mit kaum lesbaren Glyphen beschriftet. Was ich mit Grünglanz machen kann. An dämliche Kaja-Adlige verkaufen, um meine Schmiede mit Bier zu füllen. Ein Streitspiel bauen. Und es an dämliche Kaja-Adlige verkaufen und meine Schmiede mit Bier füllen. Einen neuen Hammer kaufen, nein, 1000 Hämmer, und dann meine Schmiede mit Bier füllen. Etwas Wildschweinfleisch kaufen, alles Wildschweinfleisch kaufen, essen und meine Schmiede mit Bier füllen. Mich mit Wurgu verabreden, er mag alles, was glänzt, vorher vielleicht ein Bier trinken. Gut, wir haben hier wahrscheinlich ein,
Naja, wir haben hier halt jemanden, der sehr viel Durst hat. Ich könnte den Grünglanz eintauschen. Ja. Könntest du theoretisch? Ich hatte gehofft. To-Do-Liste. Ja, die haben wir ja schon gelesen gerade, aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee, sonst ist hier tatsächlich nichts mehr. So gut, denn, na? So, gehen wir wieder hoch zum Lager. Ihr wisst ja, Folgen sollen jetzt nur so an die 30 Minuten rangehen. Wir machen jetzt noch kurz Fähigkeiten verteilen und, oder Fertigkeiten verteilen oder lernen, was auch immer. Und dann gehen wir hier raus. Also ich zumindest, beziehungsweise dann ist die Folge zu Ende, ja? So, wir haben jetzt hier erstmal bei Jägerin. Das würde ich mir mal ganz gerne anschauen. Man muss ja nicht alles davon nutzen, wenn man es freigeschalten hat, ne? Tiefe Konzentration wird langsamer verbraucht, die Verwendung wird... Oh, sehr schön. Das nehmen wir mal mit. Und was ist das hier? Waffenausdauer schneller wieder her. Um ein Waffentechnik einzusetzen, ziele mit Damos und schieße drauf. Ja, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Woll. Stelle Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoff. Oh, sehr schön. Hallo? Ach, hab ich schon. Ja, so. Ich musste mal ganz kurz etwas Aquavit nehmen. So. Baue Mut schneller auf. Aktiviere deinen ausgerichteten Muskel. Okay, was ist das hier? Waffenausdauer. Oh, das ist gut. So, und dann nehmen wir noch den hier mit. Wenn wir schon mal hier unten sind, dann können wir das alles auch mitnehmen, ne? So, ja, ansonsten niedrige Gesundheit, Nahkampf. Machen wir das mal noch mit, weil wir gleich hier sind. So, dann hätten wir das jetzt auch schon soweit. Der ist ja schon komplett fertig, bis auf den einen Loris daneben. Welcher war denn das? Verteilter Schuss, ja, da bin ich ja eigentlich kein Freund von. Aber das machen wir beim nächsten Mal, ne? So. Zack. Und dann. Ja, möchte ich mich erstmal verabschieden mit diesem wunderschönen. Mit diesem wunderschönen Ausblick. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Elende Aasgeier. Ja, ich komme. Hätte da jemand Ärger. Ich komme ja gleich. Also nicht, ich komme gleich, sondern ich schaue es mir gleich an. So. Na? In diesem Sinne. Welche Spinne?